Wie lange? Warte, wir haben jetzt 27 Minuten noch. 5, at the 5, guys. Hey, lock mal. Hey. Burger Challenge, wie gesagt, Leute, werdet ihr dann auf dem Channel von Misha oder Patrick sehen. Ciao. Und weg sind sie. Oh. Burger alle weg. Oh. Ja. So schnell geht das bei uns. Ist Vergnügen gewesen. Oh. Ja. Ja, wie gesagt, Five Guys, für mich nicht das erste Mal, für die Jungs schon. Die Bewertung seht ihr bei ihnen. Einschalten, vorbeischauen. Und, wichtig, ich würde mal sagen, uns hat das nicht gefallen. Und schon wieder sind wir am Sitzen und am Essen. Dieses Mal nicht im Five Guys, sondern ja, Chipotle. Ich unterstütze den Five Guys. Wie findest du es? Gut. Wir machen nicht mehr. Misha? Besser als Five Guys? Mhm. Anders. Anders, ja. Also ich finde es geil. Ich finde es hier. Chillen wir jetzt noch ein bisschen in Westwood. Abchillen, abchecken. Jetzt gehen wir in Starbucks, habe ich gehört. Patrick hat gehört. Hab gehört, Leute. Ich hab gehört, dass der Starbucks der härteste Kaffee aller Zeiten ist. Warum? Weil sie dort ein spezielles Supplement reinmachen. Und wenn du dort einen doppelten Espresso trinkst mit Sojamilch, weil nur in der Zusammensetzung von diesem doppelten Espresso und Sojamilch löst sich dieses Supplement auf und du baust brutal Muskeln auf. Das habe ich gehört. Nur gehört. Ist es vielleicht die Phosphatie? Die Phosphatie. Wo waren wir? Da, Mann. Wir müssen kochen hier. Müssen die Gains saven. Hier, Pasta, was haben wir? 600 Gramm? Fast ein Kilo. Fast ein Kilo. Fats sind wichtig. Bro, wo waren wir vorhin? Wie ist dieser Club? Create. Create. Was ist der Club? What? Create. Mit create. DJ. Create. DJ war kein Ahnung, Bro, man. Bingo! Kein DJ, Bingo! DJ war gut. DJ war echt gut. Also Club Create, Location, finde ich eigentlich geil. Aber, es waren zu viele Leute. Der Club ist nicht schlecht, war nicht schlecht. Ja. Du musst unbedingt mal hingehen. Das ist Elektro-Sachen und solche Sachen. Wow, ey, passt, das habt ihr gemacht, Mann. Ich störe, Bro. Ja, bist sicher? Ja. Oh, ich hab auch jetzt gerade Bock drauf. Amiga! Also jeder kann es. Amiga! Ja. Du like Schicksal Pasta? Kaputt! Kaputt! It's time to save the game! Ja, man, wir müssen diese Games machen. Games save, Bro. Oh shit, oh ist shit. Ist doch alles in Ordnung? Oh shit. Ist das direkt. Bro! Freunde, willkommen bei Pro Bro Lifestyle. Besten Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Live hier im Gold's Gym in Venice Beach. Es ist ein aktuelles Video. Wir haben heute den Dienstag. Wenn ihr das Video schaut, wird Mittwoch sein. Und zwar wollte ich euch kurz ein Body-Update geben. Eine aktuelle Information so zu meinem Aufbau, was genau läuft. Meine Hand, ihr seht, es ist wieder fit. Es ist immer noch leicht geschwollen. Aber ich habe gestern oder vorgestern, sowie auch heute, wieder die 125 Kilo gedrückt im 5x5. In der Bank, 3 Mittelstops, also die Kraft ist wieder da. Und Body Update zeige ich euch mal das, was zu zeigen ist. Seht ihr, findet mich hier, ist gut. Side Chest. Ja, noch ein bisschen weiter nach hinten. So? Ja. Sonst verdeckst du die Beine. Wait. Beine kommen langsam, Leute. Ich habe ein bisschen Masse aufgebaut. Hier habe ich aufgebaut. Leicht. Dann. Bizeps. Mm.
Sekunde. So Leute, ein kurzes Update. Ihr wisst, ein oberkörperfreies Update gibt es bei mir erst wieder, wenn der Bulk fertig ist, wenn der Aufbau fertig ist und es in die Diät geht. Der Aufbau, wie gesagt, ich bin zufrieden momentan. Ich fahre immer noch mit dem Zweier-Split und ich werde auch nach wie vor mit dem Zweier-Split Unterkörper, Oberkörper weiterfahren. 6-mal die Woche, weil ich fühle mich wohl. Das Training ist sehr flexibel. Ich habe es sehr antagonistisch aufgebaut, wie bereits auch schon in meinem Shred-System. Dort ist auch alles antagonistisch aufgebaut. Und es macht mir einfach Spaß, das Training. Ich bin sehr flexibel, ich kann Übungen reinnehmen, rausnehmen. Weil stellt euch vor, wenn ich heute jetzt keinen Trizeps gemacht habe, ist alles easy, weil übermorgen habe ich schon wieder Oberkörper und ich kann Trizeps wieder rannehmen. Also für mich, in meinen Augen, hat der Zweier-Split diverse Vorteile. Ich werde mal ein separates Video darüber machen, was genau dann die Vor- und Nachteile sind jetzt gegenüber einem Dreier-Split. Der Eder macht Dreier-Split, Wischer macht Dreier-Split. Ich habe mir auch überlegt, vielleicht wieder auf einen Dreier-Split zu wechseln. Aber vorerst, jetzt in meiner Aufbauphase, bleibe ich beim Zweier-Split. Meine Makros zurzeit, die zähle ich nicht. Ich zähle sie schon seit gut 2,5 oder 3 Monaten nicht. Ich mache noch Gefühl, ca. 2 Gramm Proteine. Schau, dass ich nicht über 50, 60 Gramm Fett komme. Und der Rest Kohlenhydrate, bam, einfach reinhauen. Da, so sieht es momentan aus. Ich werde, wenn ich in der Schweiz zurück bin, wieder tracken, dass ich sehen kann, okay, was läuft, was kann ich noch optimieren. So sieht es aus, Leute. Das ist ein ganz kurzer Update zu meiner Form, zu meinen Makros, zu meinem Trainingsplan. Weitere coole Videos werden folgen, Vlogs werden folgen. Jetzt fahren wir dann morgen nach Las Vegas. Das heißt, auch Videos in Vegas sind geplant. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt, Leute. Besten Dank für euren Support. Gebt einen Daumen und ein Video nach oben. Und ich habe gesehen beim letzten Vlog über 4000 Daumen nach oben, soviel ich weiß. Das heißt, ich muss einen Rettungsschwimm klauen und den Baywatch spielen, Leute. Wir sehen uns. Bis bald. Kiss, kiss. Bang, bang. Make the ground shake.